Hey Leute, willkommen zurück auf meinem Channel Landwirt from Hell, weil ich so ein höllisch gut aussehender Typ bin. Na Spaß. Heute geht es ums Thema Düngen, Langzeitdünger, wie fange ich an, wie mache ich das am besten, bla 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 und bla bla bla. So, Beispiel an dieser Bartelli-Tomate. Die ist jetzt noch nicht so arg groß. Die ist noch ganz lieb und klein. So, wie fange ich an? So, nachdem ich in Kokoserde, die nehme ich meistens als Anzuchtserde, man kann auch Anzuchtserde nehmen, aber das ist jetzt nicht der Weltunterschied. Die Samen reingemacht habe, die gekeimt sind und schon eine gewisse Zeit drei sind, so, ja, ich weiß nicht, maximal zwei Wochen lasse ich es drei, bis ich lasse sie mal, bis die ersten echten Blätteln da sind, sondern wenn ich schon sehe, okay, die sind groß genug, dann setze ich es in Anzuchtserde gemischt mit Tomatenerde und also Tomatengemüseerde vom naheliegenden Baumarkt. Dadurch ist eine. Das ist so ein 50-50-Gemisch. Die sind meistens vorgedüngt. Ich bin da jetzt nicht so einer, der sagt, ich brauche nur DKS2 und Dorferden und weiß Gott was. So, jetzt habe ich da so eine 50-50-Mischung. Die sind auf zwei Wochen vorgedüngt. Aber halt auf Pflanzen, die was schon größer sind, in den meisten Fällen. So, jetzt habe ich mein 9x9 Töpfchen mit dem 50-50 Mix, da tue ich es mal rein. Und dann warte ich, echt lang, teilweise zu lange, wie man es gesehen hat, dass schon ein paar gelbe Spitzen gekriegt haben, das ist einfach der Mangelerscheinung schon. Passt. Nach einem Monat, wenn es nicht groß genug sind, wo ich sage, ich habe es noch nicht in so einen 15er Topf, weil ich habe zum Glück Platz genug, dass ich alle in die Töpfe haben kann, dann dünge ich es mit einem Viertel von der empfohlenen Dosis. So mache ich das immer, das ist jetzt so mit einem Bio-Tomatendünger aus natürlichen Zusammensetzungen. Das tue ich immer mit einem Viertel. Außer ich merke schon, dann nehme ich die Hälften, dass die ein wenig geschwächelt, die Pflanzen. Im Normalfall, nachdem ich das da habe, die Pflanzen groß genug ist, kommt die wieder in reine Tomatenerde, also in vorgedüngte Tomatenerde. Da bleibt die dann so lang, circa 3 bis 4 Wochen, 5, 6 Wochen waren es auch schon mal, wo ich dann sage, okay, jetzt ist der Moment, wo ich anfange zum Düngen. Dann fange ich aber wirklich auch wieder mit der halben Dosierkappe an, wie empfohlen von der, also die Hälften von der empfohlenen Menge, weil die Wurzeln ja noch, die sind noch nicht ganz ausgereift in den Topf. Das ist übrigens alles meine Meinung und jeder kann das machen, wie er will. Und dann warte ich wieder den Zeitraum ab, wo der normale Dünger wirkt, und dann fange ich ganz normal langsames Düngen an. Ich gehöre zu den Typen, die was ewig lang umtopfen, also von Schnapsglasl bis zum 9x9, bis zum 15er Topf, bis zu den 3 Liter Stofftöpfe von Chili Welten, kann ich nur empfehlen. Dann auf die 6 Liter. Also ich umgehe eigentlich das Düngen mit normalen Tomatenerdendünger so weit wie möglich. Das Ganze dann setze ich dann raus und dann kommt es. Ich habe Schafe, das heißt ich habe Schafmist. Schafmist ist ein guter Boden. Den mische ich allerdings mit alter Erden, so ein 75-25 Mischung mit Urgesteinmehl, Schafwohl, PET sind das und so Mikroorganismen für den Boden. Das, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich viel hilft, aber es zersetzt auf jeden Fall die Schafwolle, es gibt die Nährstoffe frei. Und das Ganze mache ich halt nicht. Ich bin einer, ich mache das immer so halbert, wie es auf der Verpackung steht. Wenn ich tatsächlich merke, okay, eine Pflanze schwächelt, dann helfe ich mit normalen Düngern nach. Also mit, ich bin halt so ein Öko-Fanatiker, wo ich sage, das ist 100% Bio. Wenn es mich freut, mache ich sogar Brennnesseljauche. Das ist auch so ein Ding. Also man machen kann Brennnesseljauche, natürliche Jauchen, Urgesteinsmehl, Schafwohlpads, es gibt hunderttausende Sachen, was halt so Langzeitdünger sind, nicht wie der Billigtomatendünger vom Discounter, wo du sagst, okay, da lege ich eine, das ist irgendwas. Man kann auch noch den NPK-Werke, also das sind Phosphor,
ich rede schon wieder Blödsinn, googeln, dann wisst ihr es, bei der Zusammensetzung. Es gibt eigene Chili-Dünger und meistens funktionieren dann Tomatendünger, aber ich nehme dann immer schon was, was Bio ist, weil mir kommt das besser für. Ist meine Meinung über die ganze Sache. Manchmal gefällt mir tatsächlich Brennnessel auch, weil es gibt nichts Besseres eigentlich. Da müsst ihr dann tatsächlich, da tue ich immer selber googeln, weil ich das nicht weiß. Ich verdünne das immer zu einem Zehntel. Es kommt da immer drauf an, wie viel Brennnesseln und alles Mögliche. Es gibt 100.000 Rezepte dazu, Urgesteinsmehl dazu, Mikroorganismen dazu, dass das alles ein bisschen mehr zersetzt wird und das Bodenleben angeregt wird. Am besten war, was der Vorteil wieder bei meinem Misthaufen ist, ist, haut dazu Regenwürmer. Es kommt eh alles Mögliche rein, hoffentlich viel Nützlinge jedes Jahr, dass das ganze Bodenleben aktiviert wird. Ich tanze da mal dann wie ein Tanzbär, aber so geht es. Was man nur tun kann, ist natürlich zusätzlich wie Blähton, was so teuer ist und ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist, Perlit oder sonst irgendwas. Aber ich würde euch empfehlen, macht eure Brennnesseljauchen selber, nehmt Urgesteinmehl, Schafholpads. Es gibt 1000 verschiedene Meinungen dazu, das bin ich voll dafür, dass das so gehört, dass jeder seine eigene Meinung hat, jeder seine eigenen Erfahrungen macht. Aber für mich war das so mein Thema dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin jetzt ein bisschen selber verwirrt. Vielleicht traue ich es wieder neu oder nicht. Wenn ihr jetzt das seht, dann habe ich es nicht neu getraut. Aber wenn Fragen sind, haut es in die Kommentare. Danke, ciao, bis zum nächsten Mal. Ein Gelandet from Hell.